Eine Blutprobe wird in der Biobank des Inselspitals Bern eingelagert, bei minus 150 Grad Celsius. Seit das Blut entnommen wurde, ist gerade mal eine Stunde vergangen. Doch in dieser Zeit hat es einen Prozess durchlaufen, der in seiner Effizienz und seinem Automatisierungsgrad weltweit einmalig ist. Der Reihe nach. Schon vor der Blutentnahme wird das Armband des Patienten gescannt. Damit beginnt die lückenlose Dokumentation der Probe. Kurz nach der Blutentnahme wird die Probe vom Kurierdienst abgeholt. Der Kurier wurde beim Scannen des Patientenarmbandes automatisch aufgeboten. Er bringt die Blutprobe ins Zentrum für Labormedizin des Inselspitals. Dort wird die Probe auf einer Hightech-Laborstraße zentrifugiert. Diese verarbeitet nicht nur die Biobankproben, sondern auch tausende von Proben, die im Tagesgeschäft des Inselspitals anfallen. Die Biobankproben werden automatisch erkannt, verarbeitet und weitergeleitet. Nun wird die Probe aufgeteilt. Der Pipettierroboter, der das macht, wurde speziell für die Bedürfnisse der Inselspital-Biobank entwickelt und gebaut. Er verteilt Serum, Plasma oder Buffy-Coat in Röhrchen, die für eine Lagerung bei bis zu minus 196 Grad Celsius geeignet sind. Der nächste Schritt: Die Proben werden auf minus 140 Grad Celsius eingefroren. Das geschieht nach einer vordefinierten Temperaturkurve. So wird die Bildung von großen Eiskristallen vermieden und höchstmögliche Qualität der Probe gewährleistet. Ab nun wird die Kühlkette bis zur Einlagerung nie mehr unterbrochen. In einem isolierten, mit flüssigem Stickstoff gekühlten Gefäß werden die Proben zur Biobank gebracht und dort eingelagert. Dafür stehen zwei Anlagen zur Verfügung. In diesen Tanks mit flüssigem Stickstoff werden die Röhrchen bei minus 150 Grad Celsius oder kälter aufbewahrt. Damit werden die Proben auch noch in vielen Jahren höchsten Ansprüchen genügen. Die Einlagerung erfolgt automatisiert. Die Tanks haben zusammen eine Kapazität von 100.000 Proben. Als zweite Variante können Röhrchen bei minus 80 Grad Celsius eingelagert werden, in eine ebenfalls vollautomatisierte Kühlanlage, die bis zu 2 Millionen Proben aufbewahren und verwalten kann. Das System ist dreifach abgesichert, die Proben vereisen nicht und sind lückenlos dokumentiert. Nur eine Stunde nach der Blutentnahme beim Patienten sind die Proben so eingelagert, dass sie der Forschung für Jahrzehnte in höchster Qualität zur Verfügung stehen.